Der an Christus und Gott glaubende Despot Djuradj, Herrscher von Serbien und Zeta, baute die Stadt im Jahre 1430 auf. In altslawischer Schrift stehen diese Worte unter einem eingemauerten Kreuz auf einer der Türme der Festung von Smederevo. Diese authentische Inschrift gibt Aufschluss über den Bau einer mittelalterlichen Burg. Heute heißt dieses Teil die kleine Burg. 10 Jahre nach dem Bau der kleinen Burg wurde die große Burg errichtet. Die Festung war Residenzstadt der serbischen Herrscher. Die Festung von Smederevo liegt direkt am Wasser, am Zusammenfluss von Jezava und Donau. Sie hat die Form eines unregelmäßigen Dreiecks und wurde im Stil der Burgen in Konstantinopel errichtet, da der Baumeister Thomas Kantakousas aus dem Byzantischen Reich stammte. Er war auch der Bruder von Jarina, der Frau des Despoten Djuradj. Die Festung liegt an einer Fläche von 10,5 Hektar, sodass sie zu den größten mittelalterlichen Festungen europaweit zählte, die auf dem Flachland aufgebaut wurden. Die Festung von Smederevo war die letzte serbische Residenzstadt im 15. Jahrhundert, bevor das mittelalterliche Serbien endgültig von den Türken erobert wurde. Die Festung erlebte damals turbulente Zeit. Kurz waren die Zeiten im Frieden, öfter kam es zu Kriegen mit dem Osmanischen Reich. Im Jahr 1459, 3 Jahre nach dem Tod des Despoten Djuradj, fiel Smederevo und das ganze Serbien endgültig in die Hand der Türken. Die Festung wurde zur Grenzzone und hinter den Mauern an der Donau stationierten die Österreicher ihre Garnisonen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts und unter Fürst Mihailo wurde der Vertrag über die Rückgabe der Festung an die Serben geschlossen. Mit der Zeit verlor die Festung als eine militärische Bastion an Bedeutung und wurde ein Denkmal von großem Wert. In Zukunft sollte sie unter dem Schutz der UNESCO stehen. Im Sommer verwandelte sich die kleine Burg in eine Theaterbühne, wo ein internationales Theaterfestival stattfindet. Die Besucher können sich auch eine Skizze des ehemaligen Hofes anschauen, der 3 Etagen hatte. Von diesem Palast sind donauseitig die Umfassungsmauer mit 3 gotischen Fenstern erhalten. Hier konnte man auf Steinbänken sitzen und den Blick auf die Donau genießen. In der kleinen Burg befand sich die Magna Audienz oder der große Saal, wo Despot Djuradj seine Gäste empfang und Festlichkeiten organisierte. In der großen Burg lebte die Bevölkerung. Im Gegensatz zu der kleinen Burg, die komplett restauriert ist, sind die Schäden an den Mauern und Türmen der großen Burg sichtbar. Diese Schäden stammen jedoch aus der jüngeren Geschichte. Während des Ersten Weltkriegs wurde vor allem das donauseitige Plateau beschädigt. Zum Auftakt des Zweiten Weltkriegs stationierten die deutschen Besatzungstruppen hier 400.000 Tonnen Sprengsatz, was mit der Stärke der Atombombe auf Hiroshima gleichzusetzen ist. Im Juni 1941 zerstörte die Explosion den historischen Bestand und forderte 2.500 Menschenleben. Bereits während des Zweiten Weltkriegs erhielt die Stadt Smederevo eine Kriegsentschädigung von Deutschland, was damals eine Ausnahme weltweit darstellte. In den letzten Jahren werden die Konservierungsarbeiten an der Maria-Verkündigung-Kirche durchgeführt, die auf den Fundamenten einer alten byzantischen Kirche aus 1439 aufgebaut wurde. Diese Kirche war im 15. Jahrhundert der Sitz der serbischen orthodoxen Kirche.